Herzlich willkommen zu dieser Videoreihe, bei der ich die Grundkenntnisse im Word 2016 vermitteln möchte, damit du recht einfach eine vorwissenschaftliche Arbeit, Diplomarbeit oder Seminararbeit schreiben kannst. Und jetzt hier im 29. Video möchte ich dir zeigen, wie du eine Zeilennummerierung in einem Absatz neu beginnen lassen kannst. Du weißt ja, was Zeilennummerierungen sind, das habe ich im vorgehenden Video schon bezeichnet oder dir ein Beispiel gezeigt. Und jetzt wollen wir das an einem neuen Abschnitt beginnen lassen. Ich gehe jetzt mal hier hinein. Und gehe mal hier in die Registerkarte Layout und wähle hier dann Zeilennummern. Und wähle hier jetzt jeden Abschnitt neu beginnen. Da siehst du hier, dass es hier so also durchgehend ist. Ich möchte es aber bei einem Absatz haben. Was muss ich da machen? Ich gehe dann hierher und möchte zum Beispiel hier das an diesem Absatz hier neu beginnen lassen. Dazu gehe ich jetzt ebenfalls in die Registerkarte Layout, nehme hier Umbrüche und lege jetzt hier einen neuen Abschnitt fest. Aber nicht auf einer neuen Seite, wie wir es bis jetzt meistens gemacht haben, sondern hier fortlaufend. Dann beginnt hier dementsprechend dann der neue Absatz. Wenn ich jetzt hierher gehe, also neuer Abschnitt, der gleichzeitig auch der Absatz ist, gehe jetzt hierher, mache dasselbe noch einmal, gehe auf Umbrüche, fortlaufend, und dann siehst du, dass bis hierher, bis zu diesem Abschnittsende, der innerhalb der Seite dann ist, bis 6 gezählt wird, wieder neu angefangen und dann wieder neu. Das heißt, wenn du hier das einzeln unterteilen möchtest, dann gehst du auf Layout und legst hier die einzelnen Abschnitte fest, indem du nicht eine neue Seite in den Abschnitt einfügst, sondern auch innerhalb einer Seite. Und so kannst du das dann ganz gezielt machen, dass du hier einzelne Abschnitte festlegst auf der Seite und die können dann auch gezielt dann zum Beispiel auch dann nummeriert werden. Oder auch der nummerieren kann dann hier ja in der normalen Art und Weise unterdrückt werden. Also rechte Maustaste, Absatz, und dann könnte ich hier auf Zeilen und Seiten nummerieren gehen und kann dann hierher gehen auf Zeilennummern unterdrücken und da würde es dann in dem Bereich, den ich hier markiert hatte, die Zeilennummern dann in dem Fall nicht angezeigt werden. Gut, danke für die Aufmerksamkeit.